Willkommen zum Workout der Woche. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Man darf noch ein gesundes neues Jahr wünschen. Habe ich zwar schon mal, aber doppelt hält besser. Und bis Mitte Januar darf man noch. Das ist soweit so gut. Ich hoffe, du bist schön ins neue Jahr gekommen. Nicht allzu stressig, aber auch ein bisschen bewegt. Und das ist auch so ein bisschen das Stichwort hier für dieses Workout. Wer hätte es gedacht? Wir werden uns ein bisschen bewegen. Und bei all den ganzen Rückblicken, die man immer so zum Jahresende hat, habe ich mich jetzt mal gefragt, wollen wir nicht einfach mal einen schönen Vorausblick machen? Ne? Einfach mal positiv, zuversichtlich, optimistisch in dieses Jahr 24 gehen, was ja noch nicht sehr alt ist. Und da habe ich mir gedacht, was passt denn da besser als 12 Monate, 12 Übungen zu sporteln mit so einem richtig schönen, positiven Vorausblick. Ja, so startet jetzt mal das Jahr für mich. Nach so ein bisschen Rekonvaleszenz, Entspannung, Entlastung, nach dem feierfreudigen, hoffentlich tollen Jahreswechsel für dich, haben wir jetzt den schönen Ausblick, haben auch ein bisschen Materialschlacht heute hier. Das muss ich mal sagen. Du brauchst ein Buch, also gerne ein schweres. Kommt nur für eine Übung zum Einsatz. Es soll sich also lohnen. Du brauchst einen Stuhl oder ein Sofa, was auch immer sich dann gerade so irgendwie finden lässt, und ein Handtuch. Naja, so schlimm ist nur auch nicht, oder? 3 Sachen kann man sich merken, kann man zusammensuchen und dann geht's auch schon los. 12 Monate, 12 Übungen, habe ich schon gesagt. Jeweils 1 Minute lang, bisschen davor, bisschen danach, ein bisschen Schickedöns. Also kommen wir auf 14 Minuten Netto-Workout. Los geht's. Wir tunneln uns erstmal so ein bisschen ein, kommen so ein bisschen in Bewegung, stell dich mal auf im Gerätstand und zieh ein Bein locker nach hinten im Wechsel, den Unterschenkel ganz genau gesagt. Nimm jetzt die Arme mit, über vorne immer zur Seite ziehen in so eine U-Halte, parallel zum Boden, dass wir schon mal ein bisschen mehr Action bekommen. 4 noch, 3, 2, 1 und ziehen jetzt mal ein Knie nach vorne ran. Halten 3 Sekunden und wechseln zur anderen Seite. Und stellen wieder ab in den Gerätstand, ziehen uns mal ganz weit mit dem Arm über den Oberkörper zur gegenüberliegenden Seite, zur anderen Seite wollte ich sagen, und wechseln. Okay, gut, sehr schön. Kreisen mal noch die Arme und dann geht's auch schon los mit dem Januar. Da dachte ich mir, da kann man ja noch mal in den Skiurlaub gehen irgendwie. Und wir machen uns ein bisschen ready für so ein bisschen Pistenhopping. Und machen ein bisschen Squatty und Jumpen. Ganz geschmeidig, gleichmäßig. Muss nicht so mega fully Workout sein, sondern so ein schöner, gleichmäßiger Hop. Fang dich ganz soft ab. Wirklich das Fußbett schön abrollen. Die Menschen, die unter dir wohnen, wenn da welche wohnen, die werden es dir danken. Arme schwingen ganz locker. So wie wir uns das vorstellen. Auf der Piste kommt eine kleine Bodenwelle und ab jetzt der Luzi hier. Hopp, gleich geschafft. Und lösen. Sehr gut. Schüttel mal kurz aus. Wir sind im Februar. Es ist im Übrigen Schaltjahr. Und dafür ist der Februar verantwortlich. Oder vielmehr, der setzt es um. Es ist der längste Februar seit 3 Jahren. Alle 4 Jahre ist Schaltjahr. Wir haben 29 Tage. Und nehmen jetzt mal die 2 und die 9. Machen kurz einen Deep Work. Kommen auf die Matte oder auf die Fläche. Machen Liegestütz. 2 super slow und 9 schnelle. Du entscheidest, ob du in der Position bist, in der High Plank oder mit den Knien aufgelegt. Up to you. Los geht's. 2 slow-mo. Tief. 1, 2, 3. Unten. 4. Hoch. 1, 2, 3, 4. Nochmal. Tief. 1, 2, 3, 4. Hoch. 2, 3, 4, 9 schnelle, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, check. Wait. Der lange Februar
ein gedehnter Februar, der längste. Wie schon gesagt, hat jetzt hier ein bisschen Sekunden vom März geklaut. Das kann man nicht durchgehen lassen. März, ha! Uhr läuft weiter. Ist die Eiskunstlauf-WM in Kanada, in Montreal. Und da machen wir jetzt mal ein paar Landungen. So richtig schöne Achsellandungen. Fang einfach an, von einem Bein. Landen, also so, wie wir es erwarten, wie wir es schon mal gesehen haben. auf der anderen Seite machen so einen kleinen Galopp und hepp. Und das Bein streckt nach hinten. Arme als Balancierstangen ausgestreckt. Kannst den Fuß pointen oder strecken. Whatever. Und den Oberkörper schön stabil halten. Der sollte nicht nach vorne lommeln, ja? Wenn du noch ein bisschen mehr möchtest, machst du so einen halben Achsel. Wenn es überhaupt eine Achsel ist, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall schwer. Okay. Und noch einmal. Eiskunstlauf-WM. März. Check. Im April. Naja, brauchen wir das Handtuch. Der April. Der weiß nicht, was er will. Machen wir ein bisschen Pfützenspringen. Balancetraining und Stabilität in die Pfütze. Die ist ja in der Mitte, wie man ja unschwer sehen kann. Füße links und rechts aufgestellt. Wir springen ab und landen in der Pfütze. Soft. Jetzt nach außen springen und reaktiv, also schnell. Wieder bouncen und dann auf dem anderen Bein landen. Pum. Und. 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 April halt, ne? Okay, zwei machen wir noch. Und ach, ein noch, was kostet die Welt, wa? Lösen, sehr gut. Handtuch kommt an die Seite nicht weg, brauchen wir noch. Mai. Im Mai ist der Karneval der Kulturen. Wir tanzen ein bisschen Samba, ja. Seitlicher, Bauchmuskulatur und Core. Komm mal in den Gerätstand, beuge. Und jetzt ziehst du nur die Seiten hier zusammen. Kopfkrone bleibt ganz aufrecht, also der hier nicht, ja. Stell dir vor, du hast ein Wasserglas auf dem Kopf und ziehst nur diese Seiten zusammen. Boom, boom, boom. Ist nicht so banal, wie es aussieht. Die Sachen, die am leichtesten aussehen, sind manchmal die schwersten. Ich sag's dir. Und jetzt durchhalten, komm. Hier packen wir noch ein bisschen oben drauf. Shepard zwar jetzt schon, der Juni ruft, aber 4, 3, 2, 1, extra Runde Samba muss sein. Goodie, im Juni ist die Fußball-EM. Bam, da trainieren wir auch unsere Stabilität, Gleichgewicht, Balance. Zieh ein Bein nach oben. Wir liften zweimal, wir kicken, also wie sagt man, wir bouncen den Ball. Gott, das heißt wahrscheinlich ganz anders, ne? Boom, boom, zweimal und machen dann einen Unterschenkelkick nach innen. Ach, mal, lass uns mal zwei machen. Eins, zwei, andere Seite. Hoch, hoch, eins, zwei. Boom, boom, hep, hep. Boom, boom, hep, hep. Naja. So stelle ich mir Fußballtraining vor. Nee, Quatsch. Naja, das ist eine Adaption, ne? Muss ja irgendwie adäquat sein hier für ein gutes Training. Komm, einmal beide Seiten machen wir noch. Eins, zwei, boom, boom. Und andere Seite. Eins, zwei, boom, boom. Schön, sehr gut. Jetzt sind wir schon im Juli und da sind die Olympischen Spiele. Paris is calling. Da gehen wir mal schwimmen. Ist natürlich nicht repräsentativ, aber es ist eine der krassesten Hauptsportarten. Müsste ich natürlich Turnen machen, ne? Naja, aufgrund der Entwicklung hier in diesem Workout und weil ich eine Rückenübung haben wollte, gehen wir schwimmen. Ab ins Becken und wir kraulen. Kopf geht nach links und rechts. jeweils nach oben und unten strecken.
und die Beine paddeln. Du kannst ja den Juli ein bisschen extenden und noch deine Favorite Sportart hinten dranhängen. Wir machen noch 5, 4, 3, 2, 1 und komm wieder nach oben. Sehr schön. Komm aus dem Wasser. Sehr gut. Okay. Im August sind wir im Urlaub, habe ich mir mal so gedacht. Und am Meer kommt jetzt nochmal das Handtuch zum Einsatz. Und zwar gehen wir nämlich paddeln. Ha! Kleine Bauchübung. Beine sind 90 Grad angewinkelt. Oberkörper leicht nach hinten geneigt. Und wir ziehen tatsächlich schöne Kreise nach links und rechts mit dem Handtuch. Und wenn du ein bisschen mehr möchtest, hebst du die Beine ab. Okay. Bring den Rumpf, den Oberkörper, richtig schön in Rotation. Und lass die Beine ganz stabil in der Mitte. Die wackeln nicht mit. Das ist auch Paddeln, oder? Warte mal, jetzt überlege ich gerade. Ja, Rudern war rückwärts. Oh Gott, ich komme in Teufelsküche. Nee, es ist Paddeln. Jetzt bin ich wieder am Start hier. Durchhalten. Ja, eine kleine Paddeltour auf der Ostsee oder so. Okay, sehr gut. Handtuch kann weg. Wir sind schon im September. Einschulung ist hier mein Stichwort. Wird uns nicht mehr alle betreffen. Also, egal. Wir fiebern mit allen eingeschulten Kids mit und kredenzen mal eine schöne Schulbank. Bring mal das Becken nach oben. Kniewinkel 90 Grad. Fingerspitzen zeigen möglichst Richtung Fersen, nicht nach außen. Für eine maximale Dehnung auch in der Schulter. Und jetzt drückt die Füße schön in den Boden. Und lass dein Becken ganz waagerecht. Ja, ist auch eine aktive Pause hier in der Schule gerade, stelle ich fest. Pumpe kommt ein bisschen runter. Becken jetzt auch. Und wir kommen wieder nach oben. Sehr schön. September. Jetzt kommt der Oktober und da brauchen wir den Stuhl oder die Erhöhung, was auch immer du hast. Da gehen wir nämlich wandern. Kleiner Herbsturlaub. Okay, ein Bein geht drauf. Wir bringen das Gewicht drauf, aber gehen nicht zur Streckung, sondern dann wieder runter, wechseln die Seite und loggen hier auf halber Strecke immer wieder ein und gehen zurück. Höpp. Und zurück. Ganz kurz. Freeze. Und weg. Versuch mal, dich wirklich mit dem Stuhlbein nach oben zu ziehen. Und das Bein, das auf dem Boden ist, bitte wenig abdrücken lassen. Hier vorne soll arbeiten. Ja? Wir wollen ja hier einige Berge erklimmen. Müssen wir schon mal tun. Okay, einmal jede Seite machen wir noch. Boom. Und boom. Und lösen. Sehr schön. Stuhl kann wieder weg. November, das ist am 15. der Vorlesetag. Und du ahnst es? Finally kommt das Buch zum Einsatz. Schwere Literatur. Stell dich in den Gerätstand auf. Wir machen schön am Rumpfwinkel öffnen. Arme sind gestreckt. Und du richtest dich ganz gerade nach oben auf. Obacht, dass mit der Öffnung, dass am Rumpfwinkel, also wenn die Arme oben sind, auch der Bauch angespannt wird, damit wir nicht ins Hohlkreuz ziehen hier. Das ist nicht gut. Das ist No-Go. Boom. Auch hier wieder schön einloggen. Wenn du noch ein bisschen mehr möchtest, klappst du oben die Unterarme an und hast so die komplette Range. Weil es mir so gut gefällt, machen wir hiervon noch 3 Wiederholungen. Komm. 1. Ich habe zu lange gelabert. Zu viel vorgelesen hier. 2. Und 3. Und lösen. Sehr schön. Vorlesetag. 15. November, 24. Check. So, und jetzt sind wir schon im Dezember. Dem geben wir auch nochmal 60 Sekunden. Und zwar ist ja schon ein bisschen weihnachtlich. Vor Weihnachtszeit
Ich stelle mir jetzt schon ein bisschen Schnee vor und wir machen einen stehenden Schneeengel. Ja. Und zwar ist es ein Jumping Jack. Aus der Position schließen und öffnen. Ah, wie so ein Schneeengel, ne? Sich bewegt. Und das machen wir schön schnell. Auf geht's. Boom, boom, boom. Hep. Dann machen wir mal eine kleine Pace hier zum Ende, zum Jahresausklang. Vor der großen Völlerei dann wieder. Okay, durchhalten, zackig bleiben. Spann den Körper nochmal schön an. Ja, bis eben haben wir gedacht, Mann, was für ein luschiges Jahr, wa? Und jetzt dieses Finale. Und lösen. Sehr gut. Schüttel mal alles aus. Super gemacht. Wunderbar. Wir strecken uns einmal auf. Stell ein Bein vor das andere. Und zieh dich zu der Seite, deren Bein hinten ist. Mit dem Oberkörper einmal rüber. Atme schön hier in den Rippenraum, in die Flanke rein. Und wechsel jetzt die Seite. Kurzes Cooldown nach so einem aufregenden Jahr. Und das Schöne ist, es liegt ja alles noch vor uns. Und lösen. Sehr schön. Zieh einen Fuß nach hinten ran. Und stell das jetzt nach vorne. Fuß flex. Bob es nach hinten schieben. Und wechsel jetzt nochmal die Seite. Da war schon der Doppelklingler. Das Signal zu Silvester. Und zieh nochmal vor und durch. Bob es nach hinten schieben. Sehr gut. Bring jetzt beide Füße nebeneinander. Lass den Oberkörper nochmal aushängen. Yay. Und genieße es. Atme tief ein. Und roll dich jetzt ganz langsam nach oben auf. Atme noch einmal in die Länge nach oben ein und nach vorne aus. Und es war ein richtig schöner Schnellritt durchs Jahr. Ich hoffe, es wird genauso fröhlich mit Varianten und viel Equipment. Abwechslungsreich, will ich sagen. Und bunt und schön und positiv und optimistisch und vor allem bewegt. Wenn das dein Neujahrsvorsatz ist, bin im Übrigen kein Fan von Neujahrsvorsätzen, bin Fan von Zielen, aber Ziele sind nicht gebunden an den 31.12. und 1.1., sondern Ziele kann man sich immer stellen und die auch entsprechend durchziehen. Deswegen bin ich eher Fan von Ziele definieren. Und wenn dein Ziel ist, dich bewegter durch 24 zu bewegen, doppelt hält besser, well, stay with me, einmal die Woche. Gibt es hier ein freshes Workout. Ein schönes Exercise-Buffet, an dem du dich munter, snackend durchbewegen kannst durch das ganze Jahr. Und so far, freue mich, dass du heute mitgemacht hast. Hoffe, dir geht's gut, du fühlst dich so richtig frisch. Ich wünsche dir ein tolles, tolles Jahr und freue mich auf dich, wenn du in der nächsten Woche wieder da bist. Da haben wir übrigens, kleiner Sneak Peek, was richtig Tolles vor. Wir machen ein schönes Beckenbodentraining. Und yes, es ist für alle. Es ist kein Frauending. Kein Schwangerschaftsding, auch wenn es häufig damit in Verbindung gebracht wird, aus Gründen. Aber dieses Training, I promise, ist für alle und richtig, richtig cool. Also bis zur nächsten Woche. Freue mich auf dich. Tschüss.